Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier an der Kuori-Schenke. Ein paar Kaffeesounds im Hintergrund. Ihr Lieben, ich angel hier gerade ein bisschen am neuen Kuori am ehemaligen Kristallsee. Auf Grund. Das Gewässer ist ab Level 16 frei. Das heißt, wenn man das Level 16 erreicht hat und schon ein bisschen was an Setup zusammen hat, kann man hier ganz vernünftig auf Grund auch angeln. Wenn man denn das Spinfishing noch nicht so drauf hat oder da noch nicht so Bock drauf hatte bisher, geht das auch hier ganz vernünftig mit Grundruhen. Gerade nochmal wieder im Livestream dran erinnert worden. Da war doch was. Und tatsächlich vor vielen, vielen Monaten haben wir hier schon geangelt. Auf Saiblinge hauptsächlich. Oder kleine Kaulbarsche. Und zwar damals immer von der Insel aus. Einfach hier straight Richtung Westen, genau. Geradeaus Richtung Westen war das immer. Eine Zeit lang ging es sogar, man hat irgendwie keine 10 Meter ausgeworfen, hier in diesen flachen Bereich oder eben ins Tiefe. Oder eben hier in das 10 Meter Loch. Was hierbei wichtig ist, man muss das 10 Meter Loch einfach treffen. Also schön weit auswerfen. Wenn man als Anfänger unterwegs ist, wird man hier ja auch mit maximalem Setup irgendwie, also sag mal, ganz so weit kommt man hier eh nicht rein. Werft einfach maximal aus und dann seht ihr das anhand der Schnur, ob ihr wirklich da in dem Loch drinne seid oder nicht. Die Schnur jetzt hier, die geht nämlich richtig steil runter. Das heißt, hier bin ich jetzt drin im 10 Meter Loch. Die hier, da sind wir nicht drin. Da muss ich nochmal dran. Die sind deutlich flacher. Das heißt, der Winkel ist deutlich flacher. Die liegen, jetzt wenn man das mal so anguckt, ja, die liegen einfach knapp daneben. Also, direkt nochmal reinziehen. Und dann werfen wir das Ganze nochmal aus. Gucken, jawohl, sind wir da. Man hat hier am Horizont so eine kleine Lücke, so eine kleine Ecke in den Bergen drin. Sieht man das jetzt? Ja, wird langsam nebelig. Aber in diese Richtung. Volles Met auswerfen. So. Die eine bimmelt, aber die kann erstmal noch richtig runterziehen. Hier ist auch nichts dran. Und ruhig bei den Routen zwischendurch mal kontrollieren, ob da was dran ist. Ich hatte jetzt gut eine Stunde ausprobiert und hatte mehrfach auch Saiblinge dran. Na, der geht schon wieder ein bisschen schräg. Gucken wir mal. Absinken lassen. Absinken lassen, absinken lassen, absinken lassen. Schön gerade runter. So, der müsste schon unten sein. Jawohl, geht auch steil runter. Und hier sehen wir es jetzt auch gleich von der Schnur. Schön auf die Schnur achten. Zack, ganz steil runter. Genau. Ganz steil runter, oder? Geht das noch mehr? Ja, müsste aber drinnen sein. Also, das ist schön steil. Auf der 1 bimmelt es auch schon wieder. Machen wir die nochmal ein bisschen zur Seite, dann sieht man es besser. So. Und dann Taste R drücken. Ja, es ist der Biss. Shift, rechte Maustaste. Bam. Das war jetzt der Anschlag. Auch das hatten wir heute nochmal wieder im Stream. Also aggressive Fische, Räuber. Da muss man den Anschlag nicht zwingend setzen. Aber hier bei Friedfischen sollte man es machen. Und weil man halt hier nicht weiß, was genau anbeißt, ruhig einfach den Anschlag setzen. Und es bimmelt hier schon wieder. Jetzt, wo es dunkel wird, kann man hier natürlich auch schön mit dicken Würmern, mit Tauwurm oder sowas angeln, wenn man sie schon hat. Wenn man schon drankommt mit Fischfetzen, wenn man die schon hat, mit Level 16. Zack, Anschlag setzen. Ansonsten
ist hier der Köder und da gucken wir jetzt gleich mal rein. Auch schon wieder das Viech, was wir natürlich nicht wollen. Die Eintagsfliegenlarve. Also, Setup ist so zusammengebaut. Lasst euch jetzt von der Rute nicht irritieren. Das ist eine Rute jetzt speziell für kleine Fische. Man kann aber auch mit einer ganz normalen, einfachen Rute hier angeln. Die man halt so am Anfang hat. Vielleicht das Feeder-Starter-Set ist für den Anfang richtig gut. Das sollte man einfach mal verwenden. Oder sich am Anfang kaufen. Es ist recht günstig. Und man hat eine Rolle, man hat eine vernünftige Rute mit einem Top-Wurfgewicht. Also die kann man lange verwenden. Und wichtig hier ist einfach, dass man die Eintagsfliege hat. Vielleicht einen Fluorocarbon-Vorfach, das ist nicht so verkehrt. Ich verwende jetzt hier gerade eins mit einer Stärke von 9 Kilo. Wenn man einen 7 Kilo Fluorocarbon-Vorfach hat, geht das auch. 6,5 wird wahrscheinlich auch noch gehen, aber so weiter drunter würde ich glaube ich nicht gehen. Hakengröße, relativ egal. Ich habe 3 Haken verwendet. Ich habe 3 Hakengrößen getestet. Einen 10er Haken habe ich getestet, einen 6er Haken, einen 4er Haken. Die haben alle 3 funktioniert. Vor Spaß mache ich jetzt tatsächlich nochmal ein dünneres Vorfach dran. Weil das ja, machen wir mal 7,7. Ich mache mal einen 6,4er dran. 6,4er Vorfach. Das heißt, die Schnur ist jetzt nicht mehr so tragfähig. Dementsprechend die Bremse runterstellen. Also von einer 15er Bremse gehen wir also runter. Ich mache mal eine 8er Bremse, 7er, eine 8er Bremse. Hochstellen kann man immer noch. Damit, wenn da viel Druck drauf ist, die Bremse losgeht, sich lockert und nicht die Schnüre zerreißt. So, rausballern das Ding. Abstellen und dann abwarten, bis das ein bisschen runtergegangen ist. Bis der Köder auf dem Boden ist, dann mal stramm ziehen und gucken. Zack. Ja, richtig schön steiler Winkel. Geht ab und hier ist wahrscheinlich was dran. Rechte R-Taste drücken, da kommt die Fehlermeldung. Es ist ein Fisch dran. Man kann jetzt gerade die Drillgeschwindigkeit nicht anpassen. Und dann Steuerungstaste, rechte Maustaste nochmal. Aber es ist auch wieder nur was Kleines. In den Kescher gucken wir jetzt natürlich auch gleich mal rein, was schon alles gebissen hat bisher. Wie gesagt, ich bin jetzt ja mittlerweile jetzt gut eine Stunde hier unterwegs. Hab bisher keinen Fisch hier rausgeschmissen. So. Abstellen. Absinken lassen. Bisschen warten. Und dann mit der Y-Taste hier reinziehen. Zack. Und dann ist es auf Grund. Auf der 1 geht was dran. Aber auch eher Kleinkram. Ich hatte jetzt gerade kurz vor Einbruch der Nacht, hatte ich jetzt gerade Saiblinge am Stück. Warum überhaupt die Saiblinge? Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und verlassen dafür mal kurz hier den Spot und gehen zum Shop, beziehungsweise zum Fischhändler. Den nochmal eben stramm ziehen hier. Zack. Jawohl. Okay. Gucken wir uns das mal eben an. Saiblinge bringen zum einen recht gut XP. Das heißt, man kriegt ganz gut Erfahrungspunkte. Und zum anderen bringen sie einfach ganz gut Silber. Also, wir gucken mal eben so hier in den Kescher rein. Das ist der Kescher seit einer Stunde und 20 Minuten. Jetzt bin ich hier. Ja, vor einer Stunde angefangen. Es ging natürlich erstmal erschreckend los mit einem Rotauge und auch die Rotaugen sind immer mal wieder mit dran. Wir haben 2 Trophies dabei. Ziemlich geil. Gerade nochmal einen Barsch, kurz davor nochmal einen Kaulbarsch. Und das Wichtigste sind einfach hier die Bachsaiblinge. Guckt euch das an, Alter. Der Bachsaibling. 34 Silber für einen Fisch. Eine Seewarnforelle hat gebissen. Also auch die Forellen, eine Seeforelle hat auch gebissen. Der ganze Kescher jetzt, eine Stunde und, ja, sagen wir mal die 20 Minuten, rechnen wir einfach mit dazu, sind 173 Silber. Es ist nur Rutenangeln, also Grundangeln gewesen.
Man kann das natürlich auch mit zwei Grundrouten machen und einer Spinnroute, der kleinen Corona, da einfach mit dem Spinner an der Seite noch langziehen. Das kann man auch gut machen. Ich denke, da hat man deutlich mehr Fische noch im Kescher. Wenn wir jetzt mal so nach Preisen sortieren, sehen wir natürlich, hier unten sind die ganzen Bachsaiblinge. Der müsste ab 500 Gramm maßig sein, dass er ein Häkchen hat und dementsprechend mehr Silber bringt. Also das lohnt sich richtig. Ich angel noch ein bisschen weiter und gucken wir jetzt gleich am Ende nochmal den Kescher an, weil ich mir nochmal die Morgenstunden anschauen will. Abendstunden waren richtig gut. Das waren hier die Abendstunden, direkt drei Stück in Folge. Kurz davor noch einer. Dann nochmal einen Barsch reingeballert. Das waren jetzt so die Abendstunden, bevor es dunkel wurde. So gegen 20, 21 Uhr. Und jetzt, wie gesagt, die Morgenstunden gucken wir uns auch nochmal an. Und wenn da noch was geht, ist alles schön. Und wenn nicht, dann verkaufen wir einfach den Kescher. Bis gleich. Lecko funny, da. Nur am Misten hier. Mann. Unglaublich, wie es hier am Schütten ist. Den ganzen Morgen schon. Aber irgendwo bimmelt's. Hier auf der Mitte, glaube ich. Gucken wir mal, ja, was denn hier so langsam mal rangeht. Es war nicht viel los. Es war nicht viel los in der Nacht. Oh, da geht sogar was ein bisschen in die Bremse. Siehst du, bei dem Regen hört man das kaum. Und da geht noch einer rein. Ja. Das ist natürlich der Hammer. Kleines Rotauge nochmal. Absinken lassen, direkt die nächste. Auch noch was dran, jawohl. Gucken wir mal, ob die Saiblinge auch in den Morgenstunden wollen oder ob sie eher nur zum Abend hin dran gehen. Na, das sieht doch schon gut aus, oder? Bachsaibling, 961 Gramm. Das ist gut. Das ist echt gut. Maßig ab 500. Richtig schönes Ding. Die Färbung sensationell. Richtig, richtig geil, ey. Bachsaibling, Alter. Bachsaibling geht immer. Und die Viecher, vor allem dann, wie gesagt, später am Ladoga-See, wenn man die dann schön mit Texas Rig Montage oder sowas, wenn man auf die gehen kann, macht richtig Bock. So, den ziehen wir eben stramm. Den hier auch. Zack. Schön steil runter. Ja, ich hoffe, der ist auch... Ja, der müsste auch drin sein. Dann hat es aber hier noch gebimmelt. Ja. Schön. Also wenn die ab 500 Gramm maßig sind, dann ist 900 Gramm, alles über einem Kilo, ist schon dann richtig gut. Das ist natürlich ein bisschen schade. Bisschen anders, bisschen intensiver von der Färbung. Auch schön, aber bringt leider nicht genug Silber. Das war jetzt, gucken wir mal von der Hakengröße, auf dem 6er Haken, okay. Aber auf dem 6er Haken ging auch schon deutlich Größeres dran. So, wieder ab ins Loch. Und dann machen wir nochmal weiter, so bis Mittag. Die Bissfrequenz ist nicht so wahnsinnig groß, also wundert euch nicht. Ihr habt tatsächlich, wie gesagt, Zeit hier einfach mit dem Spinner, mit der Basis-Spinnroute, mit der Corona zum Beispiel, wenn ihr noch nichts anderes habt, einfach hier geradeaus reinwerfen und hier ein bisschen langziehen mit dem kleinen Spinner. Wenn man da diese Basis-Spinner verwendet, ist das absolut okay. Also man muss sich nicht zwingend was anderes holen für den Anfang. Es sind natürlich viele kleine Fische, vielleicht ein paar Barsche dabei oder so. Aber es geht ja eigentlich nur darum, diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken, ein bisschen Silber noch reinzukriegen, um da einfach die Silber pro Stunde zu optimieren. Die auch. Zack, und die Schnur geht steil runter. Und hier haben wir noch was dran.
Auch noch nicht, nee. Warten wir noch ein bisschen ab. Also wenn es zuppelt und es ist nichts dran, also aufheben, nicht sofort kurbeln. Erstmal nur aufheben und R drücken. Wenn ihr sofort kurbelt, ist der Fisch auf jeden Fall verscheucht. In dem Fall habt ihr immer noch die Möglichkeit, dass er jetzt irgendwie später dann anbeißt, dass er nicht direkt verschreckt wird. Irgendwas ganz Kleines. Also, ich muss sagen, die Morgenstunden nicht so sexy. Kann tatsächlich am Wetter liegen. Vorhin war noch Sonnenschein, das war wirklich gut. Jetzt ist es eher ein bisschen madig. Also hätte ich jetzt hier so angefangen, hätte ich mit Sicherheit kein Video gemacht. Aber zum Glück habe ich schon eine Stunde vorher geangelt. Da sah das Wetter irgendwie besser aus. Jetzt ist es ja wirklich räudig. Vor allem 5 Tropfen. Bei 3 Tropfen hat man mal so ab und zu Regen, aber bei 5 Tropfen Dauerregen, das ist ekelhaft. Ich bin auch schon ganz nass. So. 12 Uhr erreicht, 12 Uhr durch. Ich lasse nochmal drin die Dinger. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier haben. 44 Fischis insgesamt im Kescher. Aber eben, wie gesagt, auch viel Kleinkram. Und dazu gesagt, nur auf Grund mit einer Spinnrute in Kombination zieht man mit Sicherheit mehr raus. Nach Gewicht nochmal sortiert. Ja. Sehr gut. Also, verkaufen wir das Ganze. Es sind 200 Silber jetzt insgesamt. Locker verdient, leicht verdient. Durchaus eine Möglichkeit für alle, die einfach keine Lust haben auf Spinning, hier an diesem See auch ein bisschen Kohle zu machen. Und sobald ihr halt einen etwas größeren von den Seesaiblingen habt, hier unten haben wir es nochmal, von den Bachsaiblingen. Bachsaibling, 2,8 Kilo, 34 Silber, abgefahren. Das geht halt richtig ab. Viel Spaß beim Ausprobieren, zieht ein paar dicke Brocken raus und ja, das nächste Video kommt bestimmt, das Erklärvideo. Und wenn ihr Fragen habt, einfach auch gerne in den Livestream kommen, montags, mittwochs und freitags, Russian Fishing 4. Auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.